Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist die Susanne von Bollenhund Art und heute zeige ich euch mal, wie ich das mache, dass ich so kleine schöne Fotos in meinen Junk Journal reinhängen kann. Die sind nämlich nicht wie sonst üblich auf meinem normalen HP-Drucker ausgedruckt. Nee, Susannchen hat sich was gegönnt und das sehen wir jetzt hier. Und zwar ist das ein Canon-Drucker und der heißt Selfie 1500, C1500. Und da packe ich ihn gerade schon aus. Er ist super verpackt angekommen. Also der kam mit Amazon in einer ganz normalen Amazon-Papiertüte. Aber er ist selber nochmal umverpackt und darum kam er sicher an. Gott sei Dank. Und da lese ich jetzt schon mal die Gebrauchsanleitung. Und ja, ich habe das mal probiert, ganz alleine zusammen zu bekommen und ich muss sagen, ich habe es hingekriegt. Also erstmal haben wir jetzt da diese Stecker zusammenstecken müssen, da kann man schon mal nichts verkehrt machen. Dann habe ich diesen Schutzaufkleber weggemacht. Und jetzt habe ich aber schon mal den ersten Fehler gemacht beim Anschalter. Hier gesehen, ich war einmal kurz mit dem Finger drauf, passiert gar nichts. Da habe ich dann noch mal ein bisschen nachgelesen in der Gebrauchsanleitung. Ist schon gut, dass man eine hat und da steht drin, man muss mit dem Finger drauf bleiben, bis das Zeichen kommt, das Kennenzeichen kommt. Also, haben wir das dann gemacht und dann ist der kleine Kerl hochgefahren. Und alles passiert auf diesem Menü. Da gibt es eben so ein paar Tasten. Also ein Touchscreen ist das nicht, aber die Tasten funktionieren. Da kann man rechts, links und so fahren. Und da habe ich mir jetzt die Sprache Deutsch ausgesucht. Und da kommt so ein QR-Code, den tut man dann mit dem Handy scannen. Und dann soll man die App quasi sich aufs Handy laden. Das ist natürlich sinnvoll, weil ich habe mir das ja gekauft, um meine Handy-Fotos auszudrucken. Jetzt im Moment habe ich jetzt das schon installiert. Das geht dann ein paar Minuten, bis es installiert ist auf eurem Handy, die App. Aber das kennt ihr ja schon. Da muss man dann ein paar Sachen erlauben, dass der Zugriff stattfinden darf und so weiter. Und schon habe ich sie drauf installiert gehabt. Das war jetzt so eine Vorschau über alle Layouts, was es gibt. Das hat mir da am Anfang noch gar nichts gesagt, war ein bisschen irritiert, dass das da aufleuchtet. Aber dann ging es weiter. Jetzt muss ich die App vom Handy mit dem kleinen Drucker verbinden. Das hat jetzt stattgefunden. Da macht man einfach alles, was das Handy einem sagt oder was der Drucker einem sagt. Jetzt habe ich da quasi wieder scannen müssen und dann sagt er die Verbindung zu dem Drucker, dass er sich jetzt verbinden möchte. Und ja, und das tut er jetzt. Jetzt verbinden sich die zwei Schätzchen miteinander. Und dann war das meiste. Also ich habe das da zum allerersten Mal gemacht und ich dachte, das ist mit Sicherheit total kompliziert. Aber ich muss sagen, das kann man hinbekommen. Also ihr habt jetzt gesehen, das ist relativ schnell gegangen. Und ja, jetzt sind wir schon bereit. Und so sieht die App aus, dann auf dem Handy. Und ich gucke mir die da jetzt auch gerade zum ersten Mal an. Und da kann man quasi jetzt verschiedene Sachen ausdrucken. Also ich habe eine Postkartegröße mir an Papier gekauft. Das ist die Schachtel, die ich euch jetzt zeige. Die ist ein bisschen mitgenommen, angekommen bei mir. Die war in der gleichen Verpackung. Das muss man sich extra kaufen. Also ihr kauft den Drucker und das Papier, das kauft man sich separat, weil das Papier ist ja quasi ein Poster, der geht da immer aus. Das muss man immer nachkaufen, wie wenn ihr euch Patrone und Papier kauft für euer normale Drucker. So ist das da auch. So, jetzt mittlerweile habe ich mir jetzt schon ein Bild ausgesucht. Ich will jetzt mal so einen Probedruck machen. Das ist ein Bild, was mir mein Mann auf WhatsApp geschickt hat. Das war so ein bisschen Sonnenuntergang, wo er mit dem Lenny spazieren war. Und da habe ich gedacht, okay, das probiere ich jetzt mal als erstes aus. Ich habe dann noch ein bisschen rumgetestet, da kann man so viele Sachen einstellen. Da muss man sich ein bisschen dann Zeit nehmen und ausprobieren, was einem gefällt. Da kann man Bilder ausdrucken mit Rand und ohne Rand. Und das ist jetzt das zweite Paket, eben das Papier. Da sind mehrere Packungen Papier drin und auch zwei solche Farbkartusche, sage ich jetzt mal. Da sind die Fotos drin selber. Also diese ganze Packung hat, ich glaube, 108 Fotos dann drin, in einzelne Packungen verpackt. Und ich glaube, vier Packungen sind dann drin. Jetzt habe ich da geguckt, jetzt soll ich die da reinmachen. Und das ist die Papierkassette, die hat wie zwei Öffnungen. Also ich habe die zweite Öffnung jetzt auch noch, die zweite Klappe auch noch aufgemacht und dann geht es super rein. Die glänzende Seite müsst ihr nach oben machen und ihr solltet nicht oben drauf rumtatschen auf dem Papier, außer am Rand könnt ihr es festhalten.
Jetzt habe ich wieder beide Klappe zugemacht von der Papierkassette. Das war falsch, aber das machen wir nachher wieder. Machen wir eine Klappe auf. So, da drinnen, da findet die Zauberei statt. Da ist die Farbe drin. Das Ding muss jetzt auch noch in diesen Drucker rein. Also, ich habe zwar ein bisschen so in die Gebrauchsanleitung reingeguckt, aber schlussendlich bin ich wie so ein Mann. Also Männer legen meistens auch die Anleitung auf Zeit und probiere erst mal aus. Und ich muss ja gestehen, ich habe es diesmal genauso gemacht. Ich habe gewusst, da muss es rein. Also habe ich mal ein bisschen probiert, irgendwie muss die Klappe da aufgehen. Jetzt habe ich es aufgekriegt. Und eigentlich kann man nichts falsch machen. Selbst wenn man es jetzt wie ich erst mal probiert, verkehrt rum reinzumachen. So zum Beispiel, da geht halt dann nichts. Und da gibt es halt nur noch die andere Möglichkeit. Und da funktioniert es wunderbar. Draufdrücke drin ist es. Kinderleicht. Eigentlich dann kinderleicht. Und die Sache, die ich jetzt gerade gemacht habe, das macht man alles nur ein einzigstes Mal. Also das Einrichten macht man einmal. Jetzt ist meiner eingerichtet. Also ja, jetzt muss ich die Papierkassette, das war also ein Ding, die muss jetzt da vorne in der vordere Klappe eingesteckt werden. Dafür muss man jetzt den Deckel wieder aufmachen. Weil der Deckel ist nur Schutz. Aber das weiß ich halt alles jetzt. Da habe ich das noch nicht gewusst. Da war das ein ganz neues Gerät auch für mich. So, jetzt ist alles paletti. Jetzt können wir da drauf drücken. Das Foto habe ich mir ja vorher schon ausgesucht. Und jetzt habe ich gesagt, drücken oder drucken. Und jetzt verbindet er sich. Beim ersten Foto, was er ausdruckt, das ist jetzt das allererste Foto, was er mir ausgedruckt hat, da geht der Druckvorgang etwas länger. Weil die Verbindung muss jetzt stattfinden und so weiter. Ich weiß nicht. Vielleicht eine knappe Minute hat es beim ersten Mal gedauert. Und da seht ihr jetzt, wie das durchläuft. Und das ist ein ganz hochwertiges Foto hinterher. Also das ist ein Dreifarbedruck, also mit Gelb, mit Magenta und mit Cyan wird gedruckt. Und am Schluss kommt dann noch eine richtige gute Schutzschicht über dieses Foto drüber. Und dann ist es sogar lichtecht für, ich glaube, 100 Jahre oder was die schreibe. Es hat einen Fingerprint-Schutz, also Fingerabdrücke sieht man da nicht drauf. Also am Anfang habe ich gedacht, um Gottes Willen, gell, ich traue mich gar nicht, das richtige Foto richtig anzufassen. Aber ihr braucht da keine Angst, aber es könnt ihr direkt gleich anfassen. Ich stelle mich da am Anfang ein bisschen an, weil ich gar nicht, mir war gar nicht klar, dass da gar keine so Fingerabdrücke drauf stattfinden. Aber das hat schon echt so ausgesehen, der Druck, wie das Foto, was mein Mann mir geschickt hat. Gell. Und dann sind da oben diese Lasche, die knickt man einfach um, nach vorne und nach hinten und dann fallen die wie ab. Das ist einfach am Papier dran. Und wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann habt ihr gesehen, ich habe die sogar manchmal dran gelassen und ich beschrifte da drauf. Da brauchen wir halt dann einen Stift, so einen CD-Schreibstift oder wie das heißt, wo man also wo auf alles hält. Ne? So einen Stift braucht man da, so einen wasserfester. Und ja, also da war ich schon mal sehr glücklich mit diesem Bild. Und da habe ich natürlich mal weiter geguckt, was da noch alles möglich ist. Also das war jetzt das oberste, ein komplettes Bild in Postkartengröße. Und jetzt gibt es da noch andere Möglichkeiten. Ihr seht, das sind alles verschiedene Layouts. Also jetzt mache ich Collage. Das hat mich am allermeisten interessiert. Voreingestellt ist eine Collage mit 8 quasi Bilder. Und das habe ich probiert und dann drückt man auf sein Smartphone und dann kann man gucken, in welchen Ort man rein will. Das sind die eigenen Fotos quasi. Und jetzt suche ich mir da 8 von meinen Bildern, habe ich mir jetzt rausgesucht. Das sind die. Und die Reihenfolge, wie die da kommt, das könnt ihr alles noch bearbeiten. Das schlägt ihr euch so vor, aber wenn ihr da nicht zufrieden seid, das kann man alles im Nachhinein hin und her verschieben. Kein Problem. So, mir war es jetzt einfach nur wichtig. Ich wollte wissen, wie es aussieht, ausgedruckt. Und ich muss echt sagen, es ist ein riesiger Unterschied zu den Bildern, die ich vorher ausgedruckt habe an meinem normalen HP-Drucker. Kann man nicht vergleichen, das ist wirklich nicht. Also ich zeige es euch jetzt dann in Kamera rein, das sehen wir dann auch selber. Das sind richtig tolle Fotos. Also richtige, ich würde sagen, wie wenn man es im Fotolader machen lässt. Also das ist eigentlich nichts anderes. Und ja, und da gibt es eben diese verschiedenen Layouts. Das ist jetzt ein Layout, da kann man 4 gleiche Bilder machen oder ich glaube 6 oder 8 sogar, also in gleicher Größe quasi. Das ist auch, finde ich, ein interessantes Format dann auch. Und ja, also da habe ich halt einfach ein bisschen mit rumgespielt und ich muss sagen, war eine gute Investition. Ich habe lang hin und her überlegt, ob ich mir das kaufe. Ich habe schon länger vorgehabt und ja.
Aber ich bereue es nicht. Also ihr werdet das jetzt immer wieder sehen, weil das ist halt jetzt auch flexibel. Das habe ich jetzt, das kann ich mit runternehmen in mein Bastelzimmer, der kleine Drucker. Das sind die Bilder da. Das ist jetzt so ein Übersichtsdruck, wo ich bei der Margarita die Sache eingekauft habe. Mega schön rausgekommen, ja. Ja, also ich bin begeistert. Und ich wurde jetzt auch schon gefragt, wie ich denn die kleinen Bilder mache. Ja, so mache ich die. Und die schneidet man dann auseinander. Dann kann man noch so ein bisschen Ecke dann mit einem Ecke abrundet. Zum Beispiel tue ich manchmal die Ecke so ein bisschen rund machen. Und seht ihr, diese Farbe und so, das ist halt wirklich tatsächlich so, wie es in echt aussieht, die Sache. Richtig toll, richtig toll. Also ich bin sehr begeistert, muss ich euch sagen. Und wenn ihr mal euch überlegt, da mal was ein bisschen rein zu investieren, dann sparen oder wünscht euch das mal zum Geburtstag oder so. Das ist ein schönes Geschenk wirklich und ich glaube, da hat man ganz lang was davon. Ja, und wenn man fertig ist, macht man die Papierkassette raus, macht den Deckel von der Papierkassette zu und jetzt hat der Schätzle seine Arbeit getan. Jetzt muss man es noch ausschalten. Dann mache ich den gleichen Fehler wieder. Ich bin zu kurz mit dem Finger drauf. Ihr müsst länger mit dem Finger drauf bleiben und dann klappt es auch mit dem Ausschalter. Das war's, meine Lieben. Ein ganz kurzes, informatives Video für euch. Und ja, wünsche euch viel Spaß, falls ihr auch mal euch so Druckerle kauft. Ihr werdet es nicht bereuen. Also ich habe es nicht bereut, seit ich ihn habe. Und ich druck fast jeden Tag. Das ist unfassbar. Aber ich mag halt die Bilder ausgedruckt und nicht nur einfach immer nur in meinem Handy drin. Ne? So, jetzt kommen noch ein paar Beispiele aus meinem Junk Journal für euch. Und ja, ich wünsche euch was, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!